Ja, ich tue dann mal einfach so, als wenn nichts gewesen wäre, und wir machen einfach mal ganz normal weiter mit meinem Test. Ja, ich sag mal so. Wenn ihr hier alle sitzen würdet, würde ich wahrscheinlich einfach kommentarlos gehen. Nein, Spaß beiseite, ich mag euch alle. Ich hatte einfach so ganz extrem wenig Zeit und Motivation, neben Arbeit und allem anderen, was dann da noch so ist, meinen Test aufzunehmen. Deswegen, Entschuldigung, komm nicht wieder vor. Oder doch, ich weiß es nicht, wird sich zeigen. Ich habe auch gar nicht gezockt und überhaupt nichts weiter großartig gemacht. Es ist alles noch original belassen und mit leichten Spinnenweben versehen, weil so lange niemand mehr hier war und deswegen alles ein bisschen schmutzig und dreckig und die sieht auch geil aus und überhaupt ein bisschen runtergekommen aussieht. Was war hier denn noch? Ach ja, hier war der Konferenzraum. Ja, also ich hoffe, ich werde es schaffen, demnächst wieder regelmäßig meinen Test aufzunehmen. Beziehungsweise was halt schaffen, also die Zeit ist da, aber ich bin halt leider sehr, sehr unmotiviert und ja, bisschen stressig eingespannt gewesen, deswegen hat das natürlich die Unmotivation ein wenig verstärkt und das Ganze ein wenig schleifen lassen. Dachte mir erstmal so, ja, eine Woche, das geht schon, sind dann leider ein paar mehr Wochen geworden und inzwischen, Moment, ich bin im, ja, hat keiner gesehen. Ja, jetzt fragen sogar schon die Stammzuschauer und besten MyTest-Let's Player der Welt auch nach, ey, wo bleibst du? Mach mal MyTest, ich will was sehen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, fängt Meldejahr nun auch demnächst wieder an mit MyTest und überhaupt. Und überhaupt sind wir die Besten. So, das muss mal gesagt werden. Ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, denn ich habe mir das Video vorher nicht nochmal angeschaut. Aber ich denke mal, es wird irgendwas Unsinniges und Sinnloses gewesen sein. Das ist überhaupt nicht interessant. Ist wahrscheinlich da oben irgendwas ausgebaut. Das funktioniert zumindest alles noch. Aber wie schon gesagt, ich war sehr, sehr, sehr unmotiviert und zeitlich sehr, sehr eingespannt. Ja, ist gut, ich hab's begriffen, Alter. Ja, ist ja gut. Man sieht's, die 3D-isierung von Home Decor schreitet immer weiter fort. Irgendwann sieht's dann anders aus. Oder auch nicht. Ich laufe hier einfach so ein bisschen durch die Gegend, einfach so, um nochmal wieder ein bisschen reinzukommen in den Flow. Und setz mich jetzt hier in die Ecke. Ah ne, auf die Stühle kann man sich nicht setzen, oder wie war das, ne? Oh, ich habe so viel Zeug im Inventar, ey. Das habe ich mir eh ersheetet, ich schmeiß mal ein bisschen was weg. So, ui. Aua, aua. Es geht schon wieder los. Weg, weg, weg. So viel Müll im Inventar, das braucht er alles, diese komische Streppe. Streppe. Hat eh nicht funktioniert. Na, komm. So. Ja, komm weg damit. Ah, es hat schön, wieder meinen Test zu spielen. Weg. Weg. So. Die Wandlampen. Hatte ich die eigentlich? Ich glaube, die hatte ich schon mal irgendwie kurz gezeigt. Und guck mal hier, ich wollte ja was essen und trinken. Sonst bin ich gleich hinüber. Die hätte ich, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Ich finde die so ein bisschen... Ach ja, das waren die, die verbuggt waren mit dem... hast du nicht gesehen. Ding drin, hier. Das nicht richtig funktionierte. Da war ja was. Ich tue sie mal in die Kiste hier rein. Oder hier rein. Hier? Ne, ich glaube, hier war schon am
sinnvollsten da oben einfach mal hin. Irgendwann brauche ich sie. Guck mal hier, rosa Bett. Da habe ich doch hier oben den einen Raum rosa ausgebaut, ne? Hier ist jetzt übrigens Sitzecke, aber ich glaube, die hatte ich auch schon gezeigt. Das hatte ich, glaube ich, alles schon gezeigt, ne? Guck mal, hier müssen wir nochmal schön machen, da drunter, aber ansonsten. Ah. Oh, ein Mädchenzimmer. Wer hat denn gesagt, dass rosa Mädchen ist? Ja. Ja, jetzt ist wieder Aufschrei angesagt. Und die Betten connecten sich jetzt, das finde ich ganz schön. So, Klappe zu. Rosa Traum, ja, rosa irgendwas. Grün, blau. Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Ja, ich weiß. Rote Paradies war auch irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich immer noch unmotiviert. Oder was heißt unmotiviert? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen könnte, was worauf ich Lust hätte jetzt gerade. Ah, hier war die Dusche, ne? Oh, hier mit Duschkopf, der auch. Oha. Aber auch da bleibt das Wasser einfach, wenn man den wieder ausmacht. Sehr gut. Machen wir hier mal ein bisschen. Oh, oh, oh. Wasserverschwendung. Und es bleibt. Ist das nicht schön? So. Weil ich's kann. So. Auch wieder geschafft. Gut, es wird Nacht draußen. Das Licht in meinem Test ist immer noch scheiße, weil es auf die Texturen gerendert wird und nicht tatsächlich Beleuchtung ist und es daher alles nicht so performant ist, wie es könnte, wenn es sollte, wenn es wollte und müsste. Und frisst du meinen Kies wie ich? Naja, gut, wenn es dir schmeckt. Könnte, wollte, sollte, hatte, dürfte, müsste. Und hier geht's hoch. So, und hier geht's runter. Und da ist irgendwas, wo ich nicht hin möchte. Brrr. Falls das Audio ein bisschen scheiße klingen sollte. Ich habe Impuls Audio auf die Mikrofonverstärkung auf 149%, also 150% gestellt. Weil es in Audacity quasi stumm war mit der normalen Lautstärke. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Strafe dafür, dass ich nicht dass ich lange nicht aufgenommen habe. Einfach so, weil das System mich da ärgern möchte jetzt. Nein, keine Ahnung warum. Es klingt auf jeden Fall ein wenig komisch, glaube ich, wahrscheinlich am Ende nachher, wenn es bearbeitet wurde. Ich werde es wahrscheinlich so oder so wieder bearbeiten. Also von daher ist alles im grünen Bereich. So. Ich gehe auf den Strich. Lalalala. Ja, du wirst halt jetzt aber auf damit. Aber ich mag das so gerne. Macht nur einen Spaß, auf dem Strich zu gehen. Ja, mit Miese muss ich auch noch mal irgendwann was machen. Da hatte ich ja schon 100.000 Mal gesagt, dass ich damit was machen will. Da kann man doch bestimmt... Guck mal, wie ich Lampe geschrieben habe. Da kann man doch bestimmt irgendwas Geiles draus machen. Miese. Ja, man darf immer noch nicht... Ich hält, ey. So. Also, erstmal ein Schlückchen allerfeinsten Energy Drink. Das war bei mir als ein Schluck. Ja, das ist richtig. Ah, und guck mal hier die Texturen von dem... Man sieht das nicht, ne? Ich nichts. Ich nehme mir mal einen Zeigestab. So. Und Mese. So. Mal hier mit den Texturen hier vorne, da wo der Zeigestab nach oben zeigt. Da diese kleinen komischen Pünktchen. Ah, schade, dass es nicht so richtig hinhaut. Na, hier genauso. Das ist ja aus meiner Mod, wo ich dann mit so Layer-Mods, mit so Layer-Texturen quasi dann Sachen ausschneide. Und das scheint ja nicht so ganz richtig vernünftig zu verkraften. Es sieht also so ein bisschen merkwürdig aus. Warum auch immer. Na, hier ist es noch normal. Und hier in dem Bearbeiteten dann... Ja, naja, was soll's. So, also Miese, hier...
Player-Detektor, der gibt wahrscheinlich dann ein Signal aus, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Ja, ist, nö, ist klar. Na komm. Lure-Controller. Mhm. So, ein Lure-Controller. Ja. Mhm. Da war ein ganz leiser kleiner Rülpser gerade. Geht nicht. ja. Warte mal, man kann doch hier Dingsen umstellen. You need. Da ein von. Da, da. Ach nee, ja, geht, ne? Den brauche ich dann auch dafür. Okay, und dann kann ich damit wohl Player detekten, wie der Name schon sagt. Captain Obvious, Alter. Ja, ich weiß. Noch ein Energy Drink. Beim Absetzen der Dose ist mir das in die Nase gespritzt. Das ist ja ekelhaft. So. Hör nicht mal trinken kann, der Idiot. Ja. ich hab das doch gerade. Achso, das war jetzt Add to Bookmarks, wenn's in. Ah, Mann. Ja, komm, mir so. Okay, Crossover ist klar. Corner, die Dungeon. Vertical, ah, okay, für die an der Wand hoch, ne? Das war, was erst nicht geklappt hat irgendwie mal, als ich angeben wollte, dass es geht. Wie geht das überhaupt? Ach so, okay. Diode and NAND not XOR. Sehr schön. An der Wasserturbine. Okay. Nö, ist, nö, ist klar. Internet, ja, okay, da kann man da wahrscheinlich zwei nebeneinander legen und anders als bei dem normalen Mesekon, dann verbinden die sich wahrscheinlich nicht. So, Meselampe, ja gut, ist auch klar, das leuchtet. Den hatten wir. Ist wahrscheinlich für die Isolierung dann da. Wahrscheinlich auch alles irgendwie zusammen. Lure-Controller und Microcontroller, okay. Der ist doch wahrscheinlich. Ach nee, das geht auch. Microcontroller. Keine Ahnung. Movestone. Sticky Movestone. Das sind wahrscheinlich Pistons. Nee, das sind Pistons. Und Movestones. Und Pistons. Ja, nee, das nehme ich so hin. Powerplant sorgt dann für Strom, wenn ich mich richtig erinnert habe. Ja klar, sind Druckplatten. Ghoststone, auch schon mal gesehen. Solarpanel ist wahrscheinlich sowas wie ein Tageslichtsensor. Den kann man dann mit einem, mit einem Not dann wohl invertieren in einen Nachtlichtsensor. Nachtlichter! Ja. Den Schalter, klar. Fackel, Hebel, Mesemonster. Command Block. Kein Rezept verfügbar, weil wahrscheinlich nur für einen Creative Mode, okay. I see what you did there. Wo haben wir wohl die Idee bloß her? So, 15 Minuten gesabbelt, nichts gemacht, sehr gut. Aber wir haben ja hier noch mehr. Note Detector ist wahrscheinlich wie Player Detector nur für eben, wie der Name schon sagt, Note. Captain Obvious. Ja, halt die Fresse. Okay. Ansonsten. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Gibt wahrscheinlich noch mehr Mese-Items, die man irgendwie für irgendwas benutzen kann. Aber das soll uns mal nicht weiter stören. So. Dann. Hab, hab. Einmal Wasser auffüllen. Warum rollen das jetzt gerade so? 10 Frames? Ja. Nehmen wir es mal so hin, wie es ist. Wahrscheinlich ist gerade irgendwie Lichtintensitätswechsel wieder, ja. Und das funktioniert ja nicht vernünftig in meinem Test.
gucken wir uns auch mal diesen schönen, diesen schönen, ein wenig zu weit oben beginnenden Sonnenaufgang an, der dafür sorgt, dass es heller wird und die Texturen eine andere Farbe bekommen, weil das Licht kein Licht ist, sondern einfach nur eine Texturfarbhelligkeitsintensitätsveränderung, weil aus Gründen. Ja, warum eigentlich? Ich meine, die Engine, auf der mein Test basiert, kann vernünftige Beleuchtung. Warum kann mein Test keine vernünftige Beleuchtung? Wir werden es nie erfahren. So, es ist auf jeden Fall wieder hell. Jetzt sollte es auch gleich aufhören zu rubbeln. Ja, also, nächste Pläne sind hoffentlich erstmal nächste Woche ein weiteres Video rauszubringen. Und dann mal schauen. Oh, dieses Ruckeln nervt aber. Apropos Ruckeln, ich will mir einen neuen Rechner kaufen. Vorschläge bitte. Danke. So, das ist dann auch geklärt. War hier nicht mal noch eine zweite? Miau? Miau? Wo sind meine... Jetzt gehe ich nach Hause. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Nö. Du bist nachher wieder da, wenn ich wiederkomme. So. Ja, keine Ahnung. Sag mal, warum ist sie weg? Da waren noch mal zwei? Oder drei? Oder vier? Oder fünf? Oder auf jeden Fall ein paar mehr als das eine. Meine Nieren gehen ist weg. Und ich komme hier auf dieses Scheißdach nicht mehr drauf. Ah, da ist sie ja. Sind aber immer noch nicht alle. Da war noch eine. Ja, komm, ruf hier Schisse. Ich will dieses Video gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin ganz artig. Ich gehe auf meinen Stammplatz auf dem Dach auf diesem Haus. Ja, oder auch nicht. Das Haus, das kommt nicht. Und ich gehe mal auf den anderen Stammplatz wieder. Aua. Auf den anderen Stammplatz, auf den anderen Stammplatz hier oben. So, hier ist hübsch. Ich bin ganz artig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann vielleicht mal mit etwas mehr von dem, was mein Test eigentlich ausmacht. Oder auch nicht. Das wird sich zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.